Hi ho Leute, willkommen zurück bei Project Cars. Heute die zweite Folge mit der Formula Gulf 1000 Meisterschaft hier in Dubai bzw. in der Vereinigten Arabischen Emirate. Und ja, gestern haben wir leider nur einen zweiten Platz nach Hause fahren können. Der Andy Marshall, der hier jetzt auf Platz 1 steht im zweiten Rennen heute, der hat die 25 Punkte mit nach Hause genommen. Durch die Qualifying-Bestzeit haben wir aber noch ein Bonuspünktchen bekommen. Das heißt, wir haben 23 Punkte gesammelt, müssen natürlich heute hier im zweiten Event auf Andy Marshall aufpassen. Ja, wir haben natürlich neue Regeln, neues Format. Mit der Formula Gulf, wir sind ja in der Karriere gestartet mit dem Clio Cup. Also wer jetzt die ganzen Grundsachen nochmal sehen will hier vom Formula Gulf Championship, der schaut am besten nochmal in die Folge von gestern rein. Ja, wir legen dann jetzt direkt los mit dem zweiten Rennen hier in Dubai, auf dem Dubai Autodrome. Haben hier nochmal 5 Runden, wo wir wirklich auch jetzt gewinnen müssen, beziehungsweise zumindest diesen Andy Marshall da schnappen müssen. Ampel ist auf grün, los geht's. Andy Marshall ist da ein Ticken besser weggekommen, nee, ist er gar nicht. Den können wir direkt mal hinter uns lassen. Einmal Winke, Winke sagen. Ja, den Vorteil zu gestern natürlich. Wir haben jetzt die Streckenführung schon ein bisschen besser drauf als gestern. Bremspunkte ein bisschen besser drauf als gestern. Und dann schauen wir mal, dass wir hier... Ja, auf jeden Fall ist Andy Marshall dran. Ja, den Fehler haben wir auch schon im letzten Rennen gemacht und da zieht er dann leider auch innen durch, nutzt diese Chance hier aus. Da muss ich an dem Punkt ein bisschen früher bremsen, sonst komme ich da viel zu weit raus. Gut, der Vorteil ist hier bei der Formula Gulf, mal da vielleicht reinstechen. Ja, das klappt. Der Vorteil der Formula Gulf ist natürlich hier auch, dass wir in Dubai hier sehr viele Auslaufzonen haben. Das heißt, kleinste Fehler werden nicht sofort bestraft im Ausfall oder mit kaputten Auto oder so. Jetzt wird unser lieber Freund Marshall da hinten aber in die Zange genommen. Da sind jetzt 2 Autos, glaube ich, sogar an ihm vorbeigegangen. Das heißt, unser direkter Hauptkonkurrent hier gerade mal nicht mehr ganz vorn dabei mit den Punkten. Verschafft uns natürlich hier im Kampf um Platz 1 ein bisschen Luft. Die erste Runde ist gleich geschafft. Ja, da schiebt der kleine Formula Gulf mal raus. Try to expand the gap. Genau das werden wir versuchen. Versuchen hier die Führung auszubauen. Lücke noch größer werden zu lassen, um hier möglichst safe zu sein. Ja, was erwartet euch die Woche noch an Videos wahrscheinlich? Wir werden auf jeden Fall noch mit der Annie den Horizon 2 Fuhrpark machen. Die ist nebenbei hier schon fleißig dabei, weiter Geld zu sammeln, weiter Autos zu sammeln. Also wir werden auf jeden Fall noch mal so ein bisschen ihre Lieblingsautos beleuchten, was sie sich alles so zusammengebaut hat auf ihrem Spielstand. Die ist ja sogar ein bisschen weiter als ich in meinem Let's Play Spielstand. Ansonsten gucken wir mal, was bei Race Room die Woche vielleicht noch kommt. Project Cars Karriere wird dann so ein bisschen weitergehen und ansonsten vielleicht ein bisschen ruhiger an Videos, vielleicht auch mal nur ein Video pro Tag. Gibt mir mal eine Woche ein bisschen Ruhezeit. Wir haben ja auch noch den Lamborghini vor uns diese Woche wahrscheinlich. Ich habe dann am Freitag den Focus noch vor mir. Also da würde ich gerade zum Ende der Woche und zur Mitte der Woche ein bisschen weniger zum Aufnehmen kommen, dass ihr Bescheid wisst. Achtung, die sind aber hier immer sehr forsch, ey. Die sticht da rein. Said Ali. Finde ich auch cool, dass dann so je nach Region, wo du fährst, auch so Einheimische offensichtlich am Steuer sitzen. Wenn wir hier die Namen so sehen, Said Ali oder Abdullah Kambani, das sind dann offensichtlich auch irgendwelche Leute hier aus den Emiraten, die hier mitfahren. Ja, die Ölscheichs, ne, die sowieso Motorsport und so und Autos, ja, ganz verrückt, dass die da sich zusammenbauen. Auch PP Performance oder sowas dann Abu Dhabi. So, den können wir zumindest auf der Geraden hier mit Windschatten relativ schnell wieder einholen. Achtung. Naja, so einfach lässt er sich dann doch nicht überholen. Aber der ist auch gar nicht so schlimm hier. Der kann ruhig vorbeigehen. Das ist nicht so schlimm. Hauptkonkurrent ist ja dieser andere da gewesen. Ja, wir sehen auf der langen Geraden, da am Ende
kann man sich so ein bisschen ranziehen, ne? Auf der Startziel müssen wir vielleicht wieder auf den Moment warten. Jetzt wird das Wetter, glaube ich, ein bisschen dunkler langsam. Aber die Kurve mag ich überhaupt nicht hier. Es wird so ein bisschen dunkel da gerade vorne. Mit Regen rechne ich hier ehrlich gesagt nicht in der Wüste. Aber auch das kann passieren. Noch haben wir gerade mal Hälfte des Rennens. Ah, da rumpeln wir über die blöden Curbs. Der setzt sich natürlich immer noch weiter ab. Zwei Teamkollegen hinter uns da. Und wieder die gleiche Stelle. Da muss ich einfach passiver innen auch reinfahren, sonst fahren die uns da um die Ohren. Das ist echt blöd. Vielleicht mal gucken, ob wir den Platz wieder gut machen können. Hier noch vor Startziel am besten. Aber da bremst er auch sehr spät, fährt die Kurve sehr schön weit außen an. Da können wir nicht viel reißen gerade. Jetzt müssen wir gucken, mit Windschatten uns wieder ranzuziehen hier. Jetzt senkt sich gerade echt die Sonne so komplett runter. Das sieht richtig geil aus. Und da können wir mit Windschatten auf jeden Fall mal außen vorbeigehen jetzt. Ja, den Platz sollten wir erstmal wieder haben. Zwei Runden sind es noch. Ich werde auch versuchen, hier vielleicht diesen einen Bonuspunkt noch mitzunehmen, indem wir einfach mal eine schnelle Runde fahren. Sektor sieht sehr gut aus. 4/10 schneller als zuletzt. Fängt es da an zu regnen? Nee. Ich dachte, ich habe Tropfen gesehen, aber es war eine Halluzination. Kriegen wir die Kurve hier mal gut hin. Ja, das sah schon ganz ordentlich aus. Da sieht man optisch auch direkt, dass man vielleicht ein bisschen wieder aufholt sogar. Ja, die Runde ist soweit ganz gut. Dieses Bonuspünktchen. Senkt sich hier, glaube ich, so ein bisschen die Abendsonne gerade über den Horizont. Sektor 1,5 Sekunden schneller. So, hier wurden wir immer überrumpelt. Da möchte ich dieses Mal gleich von Anfang an die Lücke zu. Vor die Kurve hier meinerseits sehr eng. Also das Formel-1-Lenkrad liefert von sich aus schon im Vergleich zum normalen Aufsatz ein etwas besseres und schöneres Force-Feedback, finde ich. Das habe ich ja schon damals in der Formel-Release schon gemerkt. So, letzte Runde. Wenn wir auf Platz 2 bleiben, dann dürfte das eigentlich für den Gesamtsieg allerdings in der Meisterschaft reichen. Punkte technisch. Das war ja der andere Typ. Das ist nun mal die Hauptsache. Also nicht in der Meisterschaft, sondern in dem Event, in dem Einzel-Event für den Gesamtsieg. Ja, wobei wir ja sowieso noch... Wir haben ja sowieso noch zwei Events, ne? Wir haben ja nochmal 50 Punkte, oder besser gesagt 54 Punkte im Topf. Also ganz aus dem Schneider sind wir dann doch noch nicht. Ja, sehr hohe Curbs, sehr hohe Curbs. Ja, den kriegen wir auch nicht mehr. Aber ich finde auch hier eigentlich, die KI macht einen durchweg soliden Eindruck. Also auf diese Kombination momentan, die wir hatten hier mit Clio Cup auf den ganzen englischen Strecken und jetzt hier Formula Gulf, das funktioniert einwandfrei. Da verstehe ich gar nicht, wie sich viele immer über die KI aufregen. Aber ja, auf bestimmten Kombinationen geht das halt nicht so gut. Aber es gab ja mittlerweile schon 3 oder 4 Patches, ne? Kleine Einzelpatches für Project Cars, die schon sich verschiedener Probleme auch angenommen haben. Also Slightly Mad arbeitet da auch stetig weiter. Wenngleich ja schon über Project Cars 2 geredet wird. Dass ja über die gleiche Plattform mit der gleichen Finanzierungsmethode auch entwickelt werden soll. Aber auch das wird sicherlich nochmal wieder 3-4 Jahre dauern. Wobei sie ja viel Basisarbeit jetzt schon geleistet haben, ne? So als... Ja, genau, so, das war das Rennen. Wir sind auf Platz 2 gelandet und es sollte dann auch in der Punktetabelle eigentlich ganz gut aussehen. So, gucken wir mal. Ich speichere mal kurz die Wiederholung und klicke dann einmal weiter. Da sehen wir es dann. 23 Punkte, das heißt, auch hier haben wir wieder einen extra Punkt für die schnellste Runde mitgenommen. Das sieht gut aus. So. Da ist die Gesamtwertung gleich. Da war Andy Marshall zuletzt ganz vorne. Ja, der hat jetzt in dem Rennen nicht so viele Punkte gesammelt, aber vorne an der Spitze sieht es trotzdem sehr eng aus. Ohne Sieg sind wir trotzdem auf Platz 1 momentan der Tabelle.
und haben hier also das Event mit der Formula Golf gewonnen. So, jetzt ist die Frage, kommt jetzt noch was mit der Formula Golf oder war es das schon? Bin ich jetzt gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ah, tatsächlich, wir haben neue Einladungs-E-Mails von Rodriguez Racing. Scheint aber auch dann die einzige zu sein. Da, das ist die Historic UK Trophy. Okay, das ist scheinbar so eine Einzeleinladung. Ja, sehr cool. Das ist, ich bin Andrew Hahn, der Manager von Rodriguez Racing. Wir laden Sie herzlich dazu ein, beim Historic TC2 UK Trophy für uns zu fahren. Unser Renningenieur Peter Brown wird sicherstellen, dass Ihr Wagen im Top-Zustand ist. Ich weiß gar nicht, welcher Wagen das jetzt sein wird. Aber scheinbar haben wir hier wirklich eine Einladung bekommen. Ja, das war dann schon das Einzel-Event gewesen mit der Formula Golf. Ich dachte, da kommt noch ein zweites Event, aber das war schon das Double Race, war schon das eine. Und auch die Twitter-Stimmen sagen hier, dass sie es kaum glauben können. Er wird das vorletzte Rennen verpassen, weil er auf eine Hochzeit musste. Das ist natürlich toll. Nice to know auf jeden Fall. So. Das sind hier auch die Entwickler, glaube ich. Das ist, glaube ich, das Gesicht von dem Andy Tudor. Das sind hier, glaube ich, private Fotos auch von dem Team, die hier auftauchen. Ja, egal. So, Christian Kugler rückt auf die erste Position nach dem Sieg im Nürburgring GP. Ja gut, egal. Gucken wir mal die Einladung an. Das ist die Historic Trophy in UK. Wo kann ich denn die jetzt hier annehmen? Nee, ich glaube... Aha, okay. Nee, wir sind noch nicht fertig. Nee, es ist, ich bin verwirrt gerade gewesen, aber wir sind noch nicht fertig. Es ist doch noch ein zweites Event mit der Formula Golf. Ja, trotzdem haben wir hier eine Einladung bekommen. Können wir die irgendwo? Ja, gucken, wann wir die annehmen können oder wie wir die annehmen können. Vielleicht auch einfach nur über den Kalender, dass wir da einfach nur teilnehmen müssten. Aber ich sehe hier zumindest momentan mal noch nichts. September taucht die Trophy da vielleicht irgendwo auf. Ansonsten müssen wir einfach wahrscheinlich auch den Formula Golf Cup mal zu Ende fahren. Und werden dann sicherlich gleich sehen, wie es dann aussieht. Ja, wir müssen da wahrscheinlich erstmal den einen Vertrag, das eine Auto erstmal beenden und dann geht's weiter. So. Dann haben wir nochmal den Dubai Autodrom. Das ist nochmal genau das gleiche, die gleiche Soße. Vielleicht hätten wir dann doch letzten Endes ein bisschen mehr Abwechslung gehabt, wenn wir dann die GT5 gefahren wären, aber boah, macht auch nichts. Egal, so. Da haben wir dann diesmal nur 4 Runden. Das ist irgendwie ein bisschen anders, aber dann lassen wir das mal so. 4 Runden, glaube ich, reichen dann auch. Wenn wir nochmal das gleiche machen, dann gehen wir direkt gleich zum Qualifying. Dann brauchen wir kein zweites Training. Ich stelle den Sprit dann wieder entsprechend ein und dann zack. Gehen wir gleich zum Qualifying. Dann rocken wir das heute noch durch, würde ich sagen. Und dann können wir am Ende der Folge mal gucken, was dann so auf uns wartet. Ob wir wieder vielleicht eine Abstimmung machen. Aber dann knallen wir das jetzt hier einfach mal durch. Am Dubai Autodrom. Vielleicht fahren wir jetzt auch eine andere Streckenvariante. Glaube ich aber nicht. Mal gucken. Jetzt habe ich den ganzen Sprit drin. Ist egal. Fürs Qualifying ist es noch okay. Also wir haben 46 Punkte, sollten dann einfach momentan die Pace beibehalten, die wir schon hatten. Ah ja, siehst du, jetzt haben wir eine andere Streckenvariante, also doch ein bisschen Abwechslung drin. Muss natürlich erstmal hier gucken, langgezogener Knick. Na gut, das ist natürlich nochmal jetzt doch ein bisschen was anderes. Ab hier wird es dann, glaube ich, wieder bekanntes Terrain. Sehr, sehr schwierig zu fahren, finde ich, diese Kurven immer. So, ab hier sind wir dann wieder... Ja, das dürfte so ziemlich jetzt die volle Variante vom Dubai Autodrom sein. Sehr, 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 sehr lange gerade. Topspeed der Autos wird sich so ungefähr, denke ich mal, bei 220 bis 230 bewegen. Okay, müssen wir dann natürlich gleich nochmal gucken, dass wir zwei, drei Runden mehr fahren, Qualifying, um diesen Abschnitt auf die Reihe zu bekommen. Das hier geht soweit mittlerweile alles. Doppel links, wo wir im Rennen zuvor überholt wurden mehrmals.
Ja, er sagt schon, Temperatur ist soweit gut, dann können wir jetzt richtig loslegen. Das machen wir jetzt auch direkt. Wenngleich das Auto jetzt ziemlich schwer ist hier mit den 30 Litern von Anfang an, aber so viel macht das, glaube ich, auch nicht aus. Höchstens 2/3 Zehntel pro Runde. Wenn wir ansonsten sauber fahren, haben wir, glaube ich, trotzdem ganz gute Karten auf die Pole Position hier. So, hier können wir jetzt zumindest ein bisschen früher raus beschleunigen, weil wir nicht diesen Linksknick fahren, sondern einfach hier, diesen Rechtsknick, sondern weil wir hier einfach Vollgas in diesen Abschnitt reinfahren. Schön weit rechts halten hier, kannst du auch eigentlich durchpesen, aber Achtung. Hoppala. Kariert hier auch relativ viel Geschwindigkeit verloren. Ah, nicht berühren da vorne. Hoppala. So, da sind wir gut rausgekommen. Schon eine Bestzeit für Sektor 1 besetzt hier direkt mal. Bisschen Windschatten mitnehmen da vorne. Auch das bringt uns Zeit auf die sehr schnelle Runde. Da sind auf jeden Fall die Formelklassen auch. Ich hatte ja damals bei Grid Autosport so die Formel 3 gelobt. Sind hier bei Project Cars doch nochmal eine Ecke besser. Ja, der liefert sich hier ein kleines Duell schon mal im Qualifying mit uns hier, der Kollege. Der ist gerade im toten Winkel. Sticht da jetzt nicht rein. Lässt uns zum Glück hier gewähren. Lässt uns hier die freie Fahrt. Ich kann hier relativ viel Schwung auch mit rausnehmen. Auf den Punkt die Kurve getroffen. Gucken wir mal, ob es hier schon für die schnellste Runde reicht. Ich würde dann aber trotzdem noch mal eine dranhängen und die schnellste Runde wurde gefahren. Tatsächlich. Die Meldung kam aber schon bevor wir über Start-Ziel waren. Komischerweise. Egal. Wir fahren noch mal die Runde hier zu Ende. Beziehungsweise die erste Passage wenigstens, dass ich nochmal kurz hier eine Übung habe. Das ist der erste Sektor, der neu für uns ist gerade mal. Kurz lupfen hier. Kurz lupfen da. Dritten Gang reinfallen lassen. Da kann man sich gut reinbremsen, aber das war schon ganz schön hakelig. Wie früh kann man hier aufs Gas? Ja, schon relativ früh. Ja, okay. Dann lass uns mal gucken, dass wir direkt weitergehen zum nächsten Rennen. So, zum Ende der Sitzung direkt springen. Oh, 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 wir wurden tatsächlich überflügelt. Am Ende doch noch. Also da hat die Zeit noch nicht gereicht. Wir hätten da noch eine Runde fahren sollen. Deswegen starten wir nur von Platz 10. Da ist doch wieder unser alter Bekannter Veyron Tan. Auch der hat es scheinbar geschafft, hier in der Karriere weiter zu fahren. Der erinnert uns noch an den Clio Cup, wo die ihn das ein oder andere Mal weggemasht haben. Da hat einer auch geschrieben, da haben wir dem die Karriere verbaut. Offensichtlich nicht, denn der fährt ja hier auch wieder mit. Egal, dann geht's weiter zum ersten Rennen. Oh, von Platz 10. Das wird, kann aber heiter werden jetzt. War ein bisschen doof, war ein bisschen voreilig. Wahrscheinlich auch ein bisschen doof mit dem Sprit auf jeden Fall. Wir machen hier gleich mal Benzin raus. Oh, oh. Die Runde ist jetzt ja ein bisschen länger, aber wir fahren auch eine Runde weniger. Insofern sollte das mit den 10 Litern trotzdem reichen. Das ist ein bisschen doof gelaufen auf jeden Fall. So. Dann gucken wir mal, dass wir von Platz 10 hier gleich mal Plätze gut machen. Und vernünftig fahren. So, ersten Gang. Zum Start traditionell. Kommen wir hier sehr gut weg, ja. Können Sie auch für dieses Rennen direkt bestätigen. Platz 7. Da rutschen wir, glaube ich, noch 2-3 Positionen durch. Platz 6. Pflichtboxenstopp haben wir ja zum Glück auch keinen. Jetzt sind wir viel mehr im Feld als vorhin. Da müssen hier viel mehr drauf achten, was hier so passiert. Aber wir können uns direkt mal vom Start weg hier auf Platz 2 durchschieben. Und da ist er wieder, unser alter Freund. Veyron Tan aus dem Clio Cup.
Also im Eifer des Gefechts hier auch die Passage ganz gut durchfahren. Die sehr gedämpfte Lichtstimmung hier. Vollgas rausbeschleunigt und auch direkt hier dahinter gesetzt. Das sollte vielleicht sogar reichen, hier auf der Geraden direkt sich den ersten Platz zu holen. Ja, ein Blitzstart hier direkt mal nach dem ersten Sektor von Platz 10 auf Platz 1 gefahren. So muss das laufen. Alles voll gepflastert hier mit Luxushotels. Ländern, die ja ihren Reichtum größtenteils auch durch Ölförderung begründet haben. Die jetzt aber, wo die Ölreserven langsam schwinden, ganz stark auf den Tourismus setzen, was wahrscheinlich auch sogar hier, wie man sieht, ganz gut funktioniert. Gespannt, wie sich diese ganze Geschichte hier in diesen Ländern weiterentwickelt. Ist ja schon bombastisch, was da für eine Gelder und Reichtümer reinfließen. Wie wichtig auch die Region immer mehr für den Motorsport anscheinend auch wird. Sehr viele moderne Rennstrecken. Auch in Katar wird ja jetzt so ein Grand Prix geplant. Formel 1, glaube ich, ne? So, hier kann man gleich direkt wieder rausbeschleunigen, weil man hier... Oh... Bisschen abgekürzt, aber gab keinen Ärger. Ja, hier auf dieser Streckenvariante scheinen wir die KI doch mehr im Griff zu haben als zuletzt. Ich sag mal, solche Fun-Events, so mit irgendwelchen Kegeln umfahren und so einem Kram, das gibt's halt hier nicht. Das hast du halt bei Gran Turismo mehr. Fehlt mir aber jetzt nicht unbedingt, muss ich sagen. Beschäftigst dich hier auch längere Zeit mit einer Autoklasse, mit einem Auto, immer wenn du diese Meisterschaften fährst. Bei Gran Turismo wechselst du ja zwischendurch immer ständig. In der Karriere bei Forza Motorsport ist es dann doch eher so, dass du halt mal länger, zumindest bei Forza 5, halt mit einem Auto auch fährst, weil du dann eine Meisterschaft dich auch entscheidest. Ich finde das bei Project Cars mit diesem, der Fokus ist halt viel stärker auf dem Motorsport. Auf dem realen Motorsport. Ich bin mal gespannt, wann wir hier auch mal mit Serienfahrzeugen ran dürfen, wenn wir da mal eingeladen werden. Eine Einladung haben wir ja schon. Zum Historic Cup. Ich vermute mal, dass man den auch dann unten annimmt, da in dieser Übersicht von den einzelnen Klassen. Das sieht hier wirklich aus, gerade wie nach einem Einzeldurchlauf. Wir sind jetzt hier doch relativ chancenlos. 4 Sekunden Rückstand. Schade eigentlich. Hätte ich mir schon gewünscht, dass die hier wieder ein bisschen mehr fighten wie in den ersten Rennen. Ja, so mehr als 215, 217 km/h sehen wir leider nicht mit dem Auto. Mal gucken gleich auf der Gegengerade, ob wir da ein bisschen mehr drauf bekommen mal. Obwohl der gar nicht so schnell ist, finde ich doch, hat er eigentlich ein relativ ordentliches Geschwindigkeitsgefühl. So, mit dem Sprit kommen wir auf jeden Fall auch hin, das ist kein Problem. So, noch mal. Ich glaube, die Gerade ist nicht ganz so lang. Die Start-Ziel-Gerade. Ja, der Zweitplatzierte ist schon 6 Sekunden gleich weg. Doch, die ist auf jeden Fall länger. Wir kriegen vielleicht sogar ein bisschen mehr drauf. Schaffen wir die 220, gucken wir mal. Ich muss bremsen. Ah, 2,19 habe ich gesehen, aber mehr schaffen wir da nicht. Nicht, dass wir uns da verbremsen. Vielleicht nächste Runde. Eine haben wir ja gleich noch. Ich habe das langsam echt besser unter Kontrolle, immer mehr. Diese
kleinen Fehler in den Kurven da oben mit den Curbs passieren uns jetzt nicht mehr. Sektor trotzdem langsamer, 1,2 Sekunden. Aber Konkurrenz jetzt schon 6,5 Sekunden entfernt, also die haben hier gar keine Schnitte. Also ich würde fast denken, dass diese Formula Gulf hier eine der einfachsten Fahrzeugklassen ist. Kannst mit denen ja überhaupt gar nichts falsch machen. So, letzte Runde läuft. Runde war 1,5 Sekunden langsamer, ist aber auch nicht schlimm. Ja, mit den 4 Runden, glaube ich, sind wir hier auch ganz gut gewesen. 5 wären jetzt ein bisschen zu viel gewesen. Auf der längeren Variante. Vom Dubai Autodrom. Früher rausbeschleunigen, dann können wir vielleicht hier die 220 mal knacken. Sektor auch wieder eine halbe Sekunde langsamer gewesen, wahrscheinlich in der zweiten Runde echt eine gute getroffen zu haben. Gucken wir mal. 215, 16, 17, 18, 19, 20. Jetzt soll ich mich aber vor euch verbremsen, weil ich die 220 sehen wollte, aber immer genügend Vorsprung. 7,5 Sekunden. Da offensichtlich auch die KI-Gegner, die da hinter uns jetzt auf den vorderen Plätzen sind, andere sind als im ersten Event, haben wir, glaube ich, jetzt auch fürs letzte Rennen hier einen relativ großen Puffer. Die Reifen ein bisschen. Aber der Sound von dem Teil ist auch ganz nett eigentlich. Geht einem nicht irgendwie auf den Keks nach einer Zeit. Das ist eigentlich ganz schön. So, und da sind wir im Ziel. Damit haben wir unseren Punktevorsprung, glaube ich, beträchtlich ausgebaut. Gucken wir gleich mal. Zack. Ja, da haben wir 26 Punkte mitgenommen. Also auch den Bonuspunkt für die schnellste Runde eingesammelt. Und jetzt insgesamt, wir sehen es, 72 Punkte zu 55. Also da lassen wir uns die Butter, glaube ich, nicht mehr vom Brot nehmen. Das ist fürs zweite Rennen hier relativ easy. Ja, sehr schön. Dann geht es dahin weiter und das machen wir aber dann doch morgen in der nächsten Folge. Würde ich sagen, inklusive dann gucken wir mal, ob wir die Einladung zu diesem historischen Cup da in Großbritannien annehmen. Das sehen wir dann alles morgen in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Michel von P1 TV.